Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Bienenzüchter im neuen Jahrtausend. Wir haben da oben, haben wir doch noch ein schönes Nest gefunden. So, das werde ich mir jetzt mal schön, unter den Nagel reißen. Das werde ich mir jetzt mal schön unter den Nagel reißen, habe ich gesagt. Das war so. Also der Bogen, ja, wenn man denn ein bisschen gezockt hat, dann kann man doch echt ordentlich noch was irgendwie aus den Werkzeugen rausholen. Habe ich so irgendwie das Gefühl. Hannik, komm mit da oben ran. Wir kommen da oben nicht ran. So, und jetzt könnte ich hier öffnen, das nehme ich. Machen so. Dann packe ich mir noch schnell vor Schreck aus. Und die Bienenkönigin, habe ich sie mitgenommen? Wo ist das Kleine? Ja, da ist sie. Juhu, ich freue mich. Ich freue mich wie ein Schneekönig. Ach, ist das schön. So. Ist immer noch diese mitternächtliche Aufnahmesession. Ja, falls es hier ein bisschen... Guten Tag, können Sie das sehen? Ist da hinten so ein Unterschlupf? Hört er ihn? Komisch, immer verschwinden die Leute. Ich spreche die an und dann sind die einfach weg. Ich verschwinde. Irgendwie, keine Ahnung, alles Magier. In so einer großen Rauchwolke. Einfach so puff. So puff. Weg sind sie. Ja, was wollt ihr? Ihr wollt mich doch wohl verarschen. Was ist denn hier los? So, jetzt aber noch mal ein bisschen mit Gefühl, bitte. Ja, sehr schön. Einmal mit Gefühl. Wir warten mal, dass die Bienen... Ja. Einfach mal entfleuchen. Hallo? Ich hab nicht gesehen, wie ich sie aufgehoben habe. Keine Ahnung, wir haben alles, was wir wollten. Richtig geil. So, dann... Ah, schöner großer Baum. Lecker Wildschwein ist hier auch am Start. Haben wir jetzt die Insel? Der wäre jetzt quasi schon fast umrundet, wa? Ist wirklich nur so eine mickrige, kleine... Schnuffinsel hier. Guten Tag, Herr Wildschwein, guten Tag. Da ist noch ein Häuschen, oder? Ja. Naja, Häuschen. Häuschen ist übertrieben. Häuschen ist wirklich übertrieben. Aber zumindest ist es eine Kiste. Das nehme ich und das nehme ich hoch. So. Aber schön ist es hier. Ist wirklich schön. Ist schön überschaubar, klein, muckelig. Nett. Ist wirklich nett. Und irgendwie haben sie dann doch alles am Start. Schöner Fluss. Wir gehen ja bis noch nach hinten rein. Ewig und drei Tage. Hier vorne fließt er so langsam ins Meer. Ach, schöne, sonnenbestrahlte, weite Wiesen, noch mehr Flüsse und ein paar Häuschen. Geil. Ich müsste wohl was essen, wa? Ach komm, und noch ein Honig. Zur Feier des Tages. Wir haben wieder zwei Bienenköniginnen am Start. Da müssen wir dann auch mal bei uns... Müssen wir dann auch mal wieder ein bisschen ausbauen. Alles ein bisschen schön machen. Ich bereite euch quasi seelisch schon mal darauf vor, dass wir in den nächsten Folgen... Ein bisschen bauen, so klein, so ganz kleines bisschen und natürlich noch mehr unsere Insel erforschen. Also bevor wir hier den Uralten machen, möchte ich hier unsere Insel noch mal ein bisschen näher kennenlernen. Heißt jetzt nicht, dass wir wirklich jeden Quadratmillimeter irgendwie ablatschen, sondern Gewalt gibt's auch, sondern dass wir... Guten Tag, hallo! Ich sehe da, sie haben da Blaubeeren. Kann ich mir die... Schon wieder so ein Magier. Weg ist er. Keine Ahnung, wo ist er hin? Hier in so einer gelben Rauchwolke ist er verschwunden. Guten Tag, hallo. Sie haben da Blaubeeren. Aua. Kann ich mir welche nehmen? Kommen Sie mal raus aus den Blaubeeren. Ich möchte nicht, dass... Huch, wo ist er hin? Geil, da sind ja noch... Warte mal, hab ich... So,
Wenn wir schon mal da sind. Wenn wir schon mal da sind. Ich hab irgendwie ein bisschen Schiss, dass wir... Sieht aber auch nett aus. Ich hab ein bisschen Schiss, wenn wir... Wenn wir zum Beispiel den Uralten holen. Also wird ja nicht leichter, das Spiel. Wir haben ja noch ein paar Gegner vor uns. Aber ich habe das Gefühl, wenn der Wald wieder bebt, dann könnte es wohl sein, dass sie uns nicht hinterherrennen, sondern dass sie sich einfach über unser Feld und vielleicht auch über die Wildschweine oder wahrscheinlich auch vielleicht über den Honig hermachen. Und deshalb, ja, ein bisschen Vorsorge. Ein bisschen Vorsorge, immer ein paar Samen quasi in der Kiste haben. So. Dann einmal hier hoch. Eventuell haben wir hier oben nochmal... Guten Tag, hallo! Auf sie habe ich doch schon... Sie habe ich doch schon gewartet. Und endlich mal eine Kiste hier am Start. Nenne ich mal Gastfreundschaft. Ja, guten Tag. Sehr schön. Geil, habe ich alles am Start. Beziehungsweise habe ich noch ein Plätzchen dafür. Das nehme ich doch gerne mit. Das nehme ich gerne mit. Und dann... Dieses Treppen hier. Wenn wir ein Türmchen bauen, dann muss ich das irgendwie anders gestalten. Das ist mir ein bisschen... Aua! Das ist mir ein bisschen zu hakelig, irgendwie hier hochzukommen. So. Ja, Gewicht ist... Gewicht ist wirklich Larifari. Das Einzige, was fehlt, sind wirklich... Das Einzige, was fehlt, sind wirklich ein paar Plätze. Ich wünschte ja, wir hätten vielleicht... Ja, die Grauzwerge. Aus Lehm, Klumpen und Moos und Füße aus. Schlag mich tot, quasi. Schön. Schön ist es. So, da drüben sehe ich schon wieder was Interessantes. Zinn. Eigentlich Zinn. Was dick, aber verrotten. Nein. So, wir sind jetzt nicht unbedingt dafür da. Oder sind wir dafür da? Jo, hat's richtig gut gebracht. Hier die Insel auszuräubern, die ist ja natürlich extrem übersichtlich, aber... Ja, was ist eigentlich aber? Die Insel ist wirklich nah dran, die ist wirklich übersichtlich, hier ist man schnell durchgerannt. Ja, wirklich schnell durchgerannt. Sind Krautzwerge. Muss ich jetzt nochmal da lang? Hier sind überall, hier ist überall Zinn. Hier gibt es richtig viele. Das ist fast moorig hier. Hier gibt es anscheinend ordentlich. Hier gibt es anscheinend ordentlich. Was zum Teufel? Was ist das denn? Ach so, ist der Mond. Meine Güte. Der sich da so komisch im Wasser spiegelt. Ich dachte schon, wer ist der Geier? Was steht denn da rum? Was ist das für ein... Was ist das für eine unheimliche... fahle Flamme da am Horizont? Könnte was zu essen vertragen. Ach, wenn das Essen nicht immer wäre. So, ich, ja, komm hier. Komm uns ein Pilzchen rein. Pilzchen. Schön kalt und noch ein bisschen sandig. Schnampolieren wir direkt aus der Hand. Aus der hohlen Hand. Was anderes können wir uns heute irgendwie nicht so richtig leisten. So, mit dem anderen Auge schielt man... Guten Tag! Mit dem anderen Auge schielt man auf den... Hier ist ja was los. Guten Tag! Schön haben sie es hier. Haben sie was dagegen, wenn ich hier mal eben einziehe? Aua! Was ist mit dir los? Das ist ja wie ein Wespennest hier. Alter. So, Hels hält noch aus. Ausdauer natürlich nicht. So, und wir machen... Wir verwandeln die Welt in einen schöneren Ort quasi. Weniger Grauzwerge und mehr Glitzern. Glitzern und Funkeln hier. Es ist wirklich, es ist ein Träumchen. Hier ist irgendwas rotet. Oh! Wegvisier der Uralte! Ja,
da haben wir das hier wieder freigeschalten. Nee, es ist aber auch wirklich nicht, wahr? Es wäre auch echt noch verrückt, wenn man... Naja, wenn man da noch irgendwie rüberkommen würde. So, dann haben wir das. Können wir da rein? Und dieses Mal bitte ohne hinter die Leiter zu fallen. Das ist die Tür. Das ist die Tür für Zwerge. So, das... Ja, sehr schön. Ausgezeichnet. Dann wieder... Wieder raus hier. Wieder raus hier. Mann, da bleibt man ja auch nochmal mit seinem Kopf oben an der... An der Schwelle hängen. Sollte eigentlich jetzt hier nur so geradeaus, wa? Also, so den Berg. Da so den Berg hoch. Guten Tag, hallo. Da unten ist nichts passiert. Wir hatten ein bisschen Spaß. Gehen Sie mal gucken. Vielleicht könnt ihr noch ein bisschen Hilfe gebrauchen. Ein bisschen Heilung oder so. Von Ihnen. Ja, gut. Dann schicke ich ihn halt dahin, wo seine Kumpis waren. Ist auch kein Problem. Das sind ja auch nur zwei Schläge mit meinem magischen Zauberstab. Da hab ich euch doch gesehen. Das Mondlicht kann euch nicht beschützen. So. Ich liebe Blaubeeren und lang... Oh, langsam ist das Verhältnis... Oh, was ist denn hier los? Langsam ist das Verhältnis zwischen Blaubeeren... Zwischen gesammelten Blaubeeren und den Erdhimbeeren, ja, ist auch ein bisschen ausgewogener. Habe ich das Gefühl. Jetzt müssen wir ja eigentlich schon so 60 Stück, 70 wahrscheinlich schon, müssen wir jetzt eigentlich schon fast am Start haben. Geil, kann ich mir zu Hause wieder richtig schön, haben Sie gehört, ich kann mir richtig schön zu Hause, kann ich mir richtig geile... Okay, gut, ja. Da wohl nicht hören, dass ich mir noch schöne Muttis Marmelade kredenzen kann zu Hause. Hat er irgendwie keinen Bock drauf gehabt. Wir, der sieht doch eigentlich noch. Ist doch top. Der sieht doch noch richtig gut aus. Treppen sind natürlich auch hier wieder meine Nemesis. Aber der hat ja hier noch den ganzen Boden drin und so. Guten Tag, hallo. Ich gucke mir gerade hier einen schönen Turm an. Der ist wirklich ein Traum. Ein Träumchen. So. Alter. Komm ran hier. Jo. Ausgezeichnet. Machen wir das einmal so. Und dann. Jo, ist auch mal. Knöder, Mammon und Federn. Und dann haben wir hier noch eine Trophäe. Hier liegt noch ein bisschen. Das kann ich mitnehmen. Sehr schön. So. Und dann. Hinten. Das ist ein Portal. Da ist schon wieder ein Spawner. Ja, nee, komm. Das geht hier. Oh! Das geht hier leider nicht. Spawner auf meiner kleinen Privatinsel sind leider verboten. Das geht so nicht. So. Hihi. So. Geil. Hat da richtig gut hingehauen. Nein, komm weg von den Blaubeeren. Kommt ihr weg. Aua. Also, Aua ist so... Nein, hau mich nicht. Das ist wirklich sehr überschaubar. Der Schaden, den die anstellen, ist wirklich sehr, sehr überschaubar. So, davon kann ich auch überhaupt nicht mehr mitnehmen. Könnte noch einen uralten Samen. Muss ich nicht haben. Muss ich nicht haben, können wir nicht einpflanzen. Der ist einzig und allein anscheinend dafür da... Huch, dafür da, den Uralten zu rufen. Mehr ist es einfach nicht. So. Und überall gibt es Blaubeeren. Geile Blaubeeren. Ach, ist schön. So. Und das Schöne an der Insel ist auch, dass sie wirklich übersichtlich ist. Die ist halt nicht so fett und riesig. Dass man ewig und drei Tage irgendwie unterwegs ist. Na komm ran. So, und man wird dann nicht so, man wird nicht so salzig quasi,
Wenn man Stunden um Stunden mit dem Karren irgendwie durch so unwegsames Gelände latschen muss. Grausam, ist wirklich grausam. So, wie sieht es aus hier oben? Hier waren wir jetzt ja nun schon, aber da können wir noch mal einmal schön einmal so durchlatschen. Und dann haben wir die Insel ja mehr oder minder haben wir ja dann auch erforscht, wa? Oder? Also viel... Ja, gut. Wir sind jetzt einmal rumgelaufen. Ist jetzt natürlich auch ein bisschen düsterlich. Hier ist noch ein... Lass mich raten. Es geht wieder um Grauzwerge. Ja, ist ja interessant. Sehr, sehr interessant. So, hier oben gibt es noch ein paar Karotten. So schön. Ich bin gespannt, ob... Aber so lange waren wir ja nicht unterwegs. Das sieht interessant aus. So lange waren wir ja nicht unterwegs. Was ist da drüben los? Vertragt euch doch mal. Und Zwerge und Skelette. Ey Mann, macht mal einen auf ein bisschen friedlich, ja? Hier, kommt hier ran, hier sind lecker Blaubeeren. Manu. Ach, keine Ahnung. So, da drüben ist noch... Habe ich das markiert? Guten Tag, hallo. Ich habe mich gefragt, ob ich das markiert habe bei Ihnen. Anscheinend nicht. So. Der auch noch. Huch. Sie habe ich ja gar nicht erwartet. Oh. Habe ich euch auch noch gesehen. Sehr schön. Und hier noch so halb im Stein drin. Auch sehr geil. Unsekühnt. So, erstmal. Machen wir Beeren und Dungeon. Dann spare ich mir einfach mal einen Marker. Und da können wir ja reingehen, falls wir mal wieder ein bisschen. Falls wir Sodlingkerne brauchen oder weiß der Geier. Wir haben jetzt erstmal vorgesorgt. Ich glaube, so viele Portale muss man nicht haben, oder? Ich habe jetzt für fünf Portale habe ich jetzt Platz am Start. Und sie nicht. Können wir 5 Inseln besuchen? Ist ja eigentlich gar nicht so verkehrt, oder? Ich bin gleich fertig. Dankeschön. Gleich alles kein Problem. Haben Sie noch einen schönen Tag. Oh, geil, Blaubeeren. So ist natürlich auch ein bisschen mies. Da kommt man einfach vorbei. Die hängen da den ganzen... Jetzt komm doch mal her. So, hab dich nicht so. Und du, du Kleiner. Na, bist du schüchtern? Versteckt er sich hinterm Baum. Ach Mensch, süß. Süßer kleine Fratz. Naja. So. Zur Not kann man die ja eigentlich auch wieder abbauen dann. Dann kriegt man ja mehr oder minder eigentlich alles wieder, oder? Ich glaube schon. So, ich bin ein bisschen vom Weg abgekommen. Hui. Boah, das war nicht so geil. Boah, komm, Pilzchen und Suppe. Double Pilz. Richtig geil. So, dann einmal hier durch. Dorten und Dorten. Guten Tag. Ein Zweierhirsch. Nicht schlecht. Oh. Sehr schön. Hier ist nochmal ein schönes Steinvorkommen. Wir kommen langsam wieder ins Grasland. Oh, wir sind ja schon im Grasland. Ich hab nichts gesagt. So. Einmal hier lang. Noch ein bisschen. Ach, irgendwie will ich mich nicht mehr mit denen abgeben. Irgendwie habe ich da gar keine Lust drauf. Oh, da gibt es ja noch normale Beeren. Oh, richtig viele. Guten Tag. Nein, hör auf, den Busch zu schlagen. Mann. So, nicht mal in Ruhe Beeren sammeln kann man hier. Da sind richtig viele am Start. Hallo, kann sie nicht mehr... Ich sehe sie, aber ich kann... Jetzt. So. Hier, dann mal da. Ich markiere mir das mal auf der Karte. So, noch mehr Beeren. Ich bin da vorbeigekommen.
Und ich habe die nicht erblickt beim ersten Mal. Was ist denn hier los? Mein Radar, mein Bärenradar hat mich im Stich gelassen. Sträflich einfach... Oh, sträflich einfach... Enttäuscht. Was enttäuscht. Eigentlich. Das waren so viele Bären. Muss die ganze Luft ja quasi nur nach Bären gerochen haben. Guten Tag, war ich bei Ihnen schon? Ja, ich war bestimmt schon da. Ich war bestimmt schon da. Ich hab da jetzt auch gerade. Ich will einfach nur mal kurz entdecken. Nochmal ein Dungeon! Siehst du was los? Ist ja geil. Noch ein Dungeon. So eine kleine Meckerinsel. Oh, sie habe ich gar nicht gesehen. Entschuldigung. Ich bin gleich für Sie da. Ich bin sofort für Sie da. Kommen Sie her. Hier, bitteschön. So. Na dann, dann machen wir das nochmal eben. Das kann man sich ja immer schön. Das kann man sich ja immer. Aus gewissen Gründen kann man sich das ja hier immer schön notieren. So, und da. Sexy. Oh ja. Oh, was hat er da gegessen? Einen Arm von einem armen Wikinger? Hat er sich am Arsch schorf? Hat er sich da rumgepult? Und sich dann irgendwie den Finger in den Mund gesteckt? Ach so. Oder vielleicht Ohrenschmalz? Was, Ohrenschmalz? Irgendwas scheint da zu riechen. Und sein Lendenschoß. Oh, sein sexy Lendenschoß. Guck ihn dir an. Ach, was für ein Prachttyp. Ach, ich muss weiter. Ich muss einfach weitergehen. Sonst, oh, dieses Kupfer. Sonst vergesse ich mich noch. Gut, dass er da hinten ist und wir hier. Achso, warte. So, schnell mal die Karte. Hallo, mein Schöner! Hallo! Na? Ach komm, komm, wir gehen weiter. Wir haben genug Leder. Wir haben wirklich genug Leder. Die armen kleinen Trolle. Was sollen sie denn machen? Ich frage mich sowieso, warum die jetzt am Tage bei Sonnenschein draußen sind. Warum sitzen die nicht irgendwie fröhlich, friedlich in ihrer Höhle? Guten Tag, hallo. Ja, ist ja gut. Ja, meine Güte ist. Alter, ist hier was los? Die sind einfach so explodiert, die kann ich dafür. So, hat sie vom Timing endlich mal hingehauen. Und Entschuldigung. Ach, wenn ich mal meine Klappe halten muss, um mich ein bisschen zu konzentrieren. So ist es. Ach, ja, richtig geil. So, erstmal alle Bewohner des Hauses richtig hardcore gemeuchelt, wie so ein irrer Massenmörder. Und jetzt quasi hier wie Graf Koks. Wie, oh, dringend, hier, geh mal rein. Hier vor der Tür hocken. Und so tun, als wäre ich hier zu Hause. Machen wir doch einfach mal so. 45 geile Pfeile habe ich schon am Start. Hier ist nochmal so ein Ding. Und, ja, haben wir ja schon. Könnte ich jetzt einfach mal hier so einen kurzen Bogen machen? Oder ich mache hier so einen Bogen und dann können wir hier oben noch kurz die Landzunge. Können wir uns da nochmal anschauen. Dann haben wir das ja eigentlich schon fast. Das ist wirklich sehr, sehr übersichtlich, die Insel. Immer diese Open-World-Spiele. Zum einen. Dankeschön. Zum einen sind sie ja mega geil. Also wirklich unglaublich geil. Ich liebe sie. Aber manchmal die erschlagen. So, da ist man nicht eben mit irgendwie, weiß ich nicht, so 10, 15 Stunden Spielzeit mit einer netten Story und so. Und dann hat man es dann auch einfach hinter sich. Dann kann man mal was anderes machen, sondern man ist hier einfach mal, ja, weiß ich nicht, ist man einfach mal so 50, 60 oder mehr Stunden, wenn man möchte, ist man dann einfach mal so dabei.
So, dann mal hier nochmal eben die kleine Ecke. Oh, ich hätte doch fast übersehen. Mit diesem schrecklichen Schiedwetter. Kommt, ich hole euch raus aus dem kalten, ekligen Regen. Rein in die schöne, mucklig warme Tasche. Und bald dann auch in meinem Mund. So, oh. Oh, oh. Vier Büsche. Das ist hier, warte. Das ist, ich nenne es jetzt hier einfach mal Bärenhausen. Das ist einfach mal, können Sie mal, sehen Sie das? Ist das nicht ein Träumchen? Der ist einfach auch schon wieder. Wie ein Zauberer ist ja einfach verschwunden. Das sind vier Büsche. Das ist hier Weltpremiere. Nur hier. Vier Blaubeerbüsche. Gibt's sonst nirgendwo. da hinten sind noch ein paar Samen. Vielleicht finden wir auch noch ein paar Lappen. Oh Gott. da war ich schon drin. War ich bestimmt schon drin. Und das ist ja kein Dungeon. Ich erinnere mich düsterlich an diesen Turm. So, dann hier oben. Guten Tag. Ist das der letzte Spawner hier auf der Insel? Ist das der letzte Spawner? Anscheinend. Keine Ahnung. Irgendwie war der wieder sehr wortkarg. Wo kommt ihr denn her? Wie kommt der hier raus irgendwie? Jetzt gibt's keinen Morgen mehr. Ich mach mal hier kurz. Das geht viel, viel einfacher mit dem Schwert als mit den Pfeilen. Da steht ja stundenlang da. Das ist irgendwie, keine Ahnung. Sollte ich ab jetzt immer so machen. Einfach immer hinrennen, egal was rauskommt. Jetzt sind's ja nur, naja, früher waren sie gruselig, jetzt in großer Anzahl halt immer noch. Sollte man denen immer noch Respekt entgegenbringen. Aber so ihren Hardcore-Schrecken haben die definitiv verloren. Wenn da jetzt Skelette nur rauskommen würden, wäre wahrscheinlich ein bisschen was anderes. Und vor allen Dingen, bleibt garantiert nicht nur bei Grauzwergen und nur bei Skeletten. Mir gut vorstellen. Ja, was gibt noch so? Eisriesen werden wir wohl hoffentlich hier nicht finden. Gab's. Ich kenne mich echt, also weiß ich nicht. Ihr habt so ein rudimentäres Verständnis oder quasi Allgemeinwissen über die nordische Mythologie. Gibt's sowas wie ein Wildern oder ein Wirm oder so? Gibt's sowas? Gibt's da sowas? Ich bin mir unsicher. Ich habe keine Ahnung. Kommen irgendwie Drachen? Oder Drachenartige? Alter, hier ist ordentlich was los. Hier ist richtig was los. Wenn wir schon mal hier sind. So, machen wir das einfach mal so. Und was könnte es noch geben? Bin mir unsicher. Wahrscheinlich wird auch ein ausgesponnen sein, wie die Deskitos. Die Changelogs, die haben mich schon wieder verdorben. Das ist immer problematisch. Ich halte mir jetzt immer die Augen zu und drücke immer hektisch auf dem Startbildschirm rum und hoffe irgendwie dafür, dass ich aufs Spiel starten komme. Damit ich die Changelogs nicht mehr sehen muss. Ist also, ich versuche mich nicht mehr zu spoilern, aber so richtig, ja, ist irgendwie eine große Frage. So, ist mein Portal noch da? Und vor allen Dingen, ist mein Boot noch da? Das wäre echt ein Träumchen. So, total. Wann ich, ja, und das Boot kann ich auch schon erkennen. Richtig geil, sehr schön. So, dann würde ich doch einfach mal, oder, warte, könnte natürlich hier auch, wir haben ja immer noch nicht alles abgegriffen.
Ich könnte jetzt hier natürlich... Dann ist reichlich Zinn. Hier ist... Also wirklich, das ist ein Präsent-Odienst quasi. Das wäre nur noch mehr ein Geschenk, wenn das schon klein geschlagen wäre und einfach so in unsere Taschen springt. Da könnte ich doch jetzt eigentlich... Könnte ich mir doch jetzt eigentlich meine Taschen voll machen? In dem, was wir jetzt hier noch... Genau. In dem, was wir jetzt hier noch haben. Könnte das mal kurz austauschen. Dann springe ich doch mal eben... Einmal hier durch unser Portal. Und dann können wir ein bisschen grinden in der nächsten Folge. Na, freut ihr euch schon drauf? ein großes Raunen geht durch die Welt. Ja, schön wär's. Aber, und dann können wir mit dem Boot können wir einfach zurückfahren. Das ist ja quasi. Ist ja quasi um die Ecke. Das ist ja hier nur kurz die Küste hoch. Vielleicht machen wir hier nochmal kurz die Runde rum. Und unsere Insel ist wirklich monströs. Da könnte man meinen, das gehört noch einfach dazu. Oder man könnte hier einfach rüberspringen. Lassen wir uns mal überraschen. Ich würde sagen, mit Blick auf die Uhr, ich wollte ja immer so ein bisschen eine halbe Stunde einhalten, damit es hier nicht so übermaß, überhand nimmt quasi. Wenn es mal ein bisschen länger wird, und ja, wie gesagt, es ist dann einfach Luxus, aber sonst eine halbe Stunde. Okay, im Sturm wird es hier auch komplett überflutet. Ist natürlich auch nicht so aufregend. Ich hoffe, das wird hier nicht weggeschwemmt oder so. Okay, nächste Folge. Die Insel befrieden und ja, ein paar Bodenschätze hier irgendwie mitnehmen. Ich würde mich gerne noch ein bisschen vorbereiten. Bin mir unsicher, ob unsere Trollrüstung so das Nonplusultra ist. Wir sind schneller, aber vielleicht mache ich mir auch mal, und ich weiß, ich breche jetzt meine guten Vorsätze, wir machen uns mal eine Bronzerüstung quasi in der nächsten Folge. Also, oder beziehungsweise in den nächsten Folgen. Heißt also, ja, wie gesagt, ein bisschen grinden, ein bisschen vorbereiten. Und dann wohl, naja, übernächste Folge, vielleicht den uralten. Ich will aber nichts versprechen. Ihr kennt es. Dann kommt da wieder ein bisschen was dazwischen. Und naja, dann lieber nichts versprechen, als doof aussehen. Quasi. Ihr versteht schon. Gut, in diesem Sinne, habt noch eine wunderbare Zeit. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich ertrinke hier gleich, wenn ich hier noch länger stehe. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.